B5 aktuell präsentiert das Campus Magazin, ein Podcast von B5 aktuell. Heute mit Jan Turczynski und vielen jungen Menschen mit ihren Sorgen in der Corona-Zeit. Einige fürchten um ihre Ausbildungschancen, etwa Mosana, der gerade seinen Schulabschluss verbessern möchte. Zu Hause fiel ihm das Lernen schwer. Ich mag das mehr, wenn ein Lehrer vor mir steht und mir das Sachen sagt, als zu Hause. Weil da habe ich niemanden, der mich sowas sagt. Weil meine Eltern ja kein Deutsch sprechen, nur ich in der Familie und keiner kann mir damit helfen. Er besucht deshalb gerade eine Berufsvorbereitungsschule in München. Dass er Lernen zu Hause nicht mag, da geht es ihm wie vielen anderen Schülerinnen und Schülern auch. Das dürfte ein Grund sein, warum Internate derzeit einen regelrechten Boom erleben. Zu Recht, sagen diese Schüler. Zu Hause würden wir alleine mit der Familie vielleicht auch vor dem Laptop sitzen. Und dann kann man eigentlich nicht wirklich viel machen. Aber dadurch, dass wir hier so eine Vielzahl an Schülern sind, können wir natürlich miteinander an See gehen, Sport machen, Zeit miteinander verbringen. Wir waren auch während Homeschooling, waren die meisten von uns hier, weil wir hier einfach mehr Möglichkeiten haben. Das heißt, wir werden getestet, können zusammen lernen. Vom Unterricht im Klassenzimmer träumen viele Schülerinnen und Schüler derzeit. In Frankreich wurden diese Woche die Schulen wieder geöffnet. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Zunächst aber zu jenen, denen das Lernen besonders schwerfällt aus der Distanz. Es sind die, die zu Hause keine Hilfe haben, wo niemand unterstützt, wo Kinder sich Zimmer teilen und vielleicht auch nur Handys und keine Laptops haben. Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung ergab diese Woche, dass mehr als 70% der Jugendlichen in Deutschland fürchten, durch Corona schlechtere Ausbildungschancen zu haben. Viele Mitarbeitende in den Jugendämtern fürchten gar, dass durch Corona mehr junge Menschen die Schule abbrechen und ohne Abschluss dastehen. Axinia Weihrauch war in einer Einrichtung, in der genau das verhindert werden soll. Der 18-jährige Mosana besucht derzeit die städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung in München. An der Schule können Jugendliche ihren Abschluss nachholen oder sich so wie Mosana verbessern, um dann leichter einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wie vielen Jugendlichen macht auch ihm das Corona-Schuljahr zu schaffen. Ich mag das mehr, wenn ein Lehrer vor mir steht und mir das Sachen sagt. Als zu Hause, weil da habe ich niemanden, der mich sowas sagt, weil meine Eltern ja kein Deutsch sprechen, nur ich in der Familie und keiner kann mir damit helfen. Mosana teilt sich ein Zimmer und auch einen Laptop mit seinem jüngeren Bruder. Er sagt, trotz allem geht es ihm ganz gut und er schafft das schon mit dem vielen Online-Unterricht. Aber in seiner Klasse sind mehrere Jugendliche, die einfach nicht mehr kommen. Schulpsychologin Heike Wilkening versucht, den Kontakt zu halten. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die schon teilweise aus schwierigen Verhältnissen kommen, die auch schwierige Bildungskarrieren schon hinter sich haben. Und unser Vorteil hier ist dann ja eine Schule, wo wir eine klare Struktur haben. Dann fängt es an, dann machen wir das, dann machen wir das, ja, dann gehen wir in die Werkstatt. Und das fehlt ja jetzt. Als Abschlussklasse dürfen die Jugendlichen auch bei der aktuell hohen Inzidenz in die Schule kommen. Allerdings nur für wenige Stunden am Tag, damit nicht so viele Schülerinnen und Schüler auf einmal da sind. Der Rest findet digital daheim statt. Dadurch geht der persönliche Bezug zu den Lehrkräften und zu den anderen in der Klasse verloren. Und von den Eltern gibt es oft keine Unterstützung, sagt der Schulleiter Bogoslav Petan. Unsere Jugendlichen sind oft allein und reagieren auf Überforderungen einfach dadurch, dass die halt Schule meiden. Schule meiden, also einfach nicht mehr kommen, das geht bei einem ständigen Wechsel zwischen Online- und Vor-Ort-Unterricht einfacher als in Nicht-Pandemie-Zeiten. Eine Umfrage unter Jugendämtern in ganz Deutschland hat ergeben, in diesem Schuljahr werden vermutlich mehr als 100.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Das sind etwa doppelt so viele wie in normalen Zeiten. Dazu kommen noch etliche, die wegen Überforderung die Schulart wechseln wollen, beobachtet Susanne Leubel. Sie ist die Leiterin der städtischen Schulberatung in München. Wir können jetzt bereits im Trend feststellen, dass zum Beispiel leistungsschwächere Gymnasiasten, Gymnasiastinnen an die Realschulen wechseln wollen. Wir haben noch nie so viele Nachfragen nach Realschulplätzen gehabt in der Schulberatung. Und dass leistungsschwächere Realschüler an die Mittelschulen wechseln wollen. In der Beratungsstelle versuchen die Pädagoginnen und Pädagogen Alternativen zu finden. Vielleicht eine Klasse zu wiederholen, die Schulart zu wechseln oder erstmal ein freiwilliges soziales Jahr einlegen. Aber für so eine Beratung müssen sich die Jugendlichen erst einmal melden. Denn es sind häufig schambesetzte Themen, ja. Ich habe lange nichts gemacht, das ist ein großer Berg. Ich habe stattdessen gezockt, Netflix geguckt und so weiter.
da wieder in so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich pack's wieder an, ich kann was, ich schaffe was, ich traue mir was zu. Das ist dann schon eine Herausforderung. Auch Leubel beobachtet, dass vor allem Jugendliche aus prekären Verhältnissen betroffen sind. Nicht so gute Deutschkenntnisse machen es dann noch schwieriger, dem Online-Unterricht zu folgen. Um all die Lücken des Corona-Schuljahres aufzufangen, braucht es viel Förderung und Unterstützung, sagt Schulpsychologin Heike Wilkening, auch in den Betrieben. Man müsste einfach registrieren, okay, das sind jetzt Schüler, die haben 1,5 Jahre Corona-Beschulung hinter sich. Also die brauchen sehr viel Betreuung, Schutz und auch einfach die Haltung, okay, der benimmt sich jetzt so, den kann ich eigentlich, müsste ich dem sagen, ey, so brauche ich dich nicht. Aber da muss ich jetzt vielleicht sagen, okay, mit dir arbeite ich jetzt. Da müssen Betriebe und auch Berufsschulen Rücksicht nehmen, sagt Wilkening. Es könnte durch das Distanzlernen in Corona-Zeiten mehr Schulabbrecher geben. Eine Münchner Einrichtung versucht, das zu verhindern. Axinia Weihrauch berichtete. Alle Altersgruppen und Schichten eint. Lernen zu Hause ist nicht ideal. Zu viele Menschen auf engem Raum, das führt zu Spannungen. Was in der Pandemie auch fehlt, Freunde treffen oder einfach nur offline, also im ganz realen Leben, miteinander reden wie früher. Das geht für viele Kinder und Jugendliche nicht. Immer mehr Schülerinnen und Schüler überlegen deshalb, ins Internat zu gehen. Auch Eltern sehen in Internaten eine Chance, ihren Kindern wieder soziale Kontakte zu ermöglichen. Über den Boom der Internate in Corona-Zeiten ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Mittagspause im Landheim Ammersee. Teller klappern, Schülerinnen und Schüler essen redend und lachend an ihren Tischen. Der Unterschied? Die einzelnen Wohngemeinschaften essen seit Beginn der Pandemie getrennt. Und das Buffet fehlt. Ansonsten ein fast normales Schulleben. Kein Homeschooling, kein Wechselunterricht. Genau deshalb seien sie im Internat geblieben, sagen Julius, Liam und Maria Therese aus der Oberstufe. Zu Hause würden wir alleine mit der Familie vielleicht auch vorm Laptop sitzen. Und dann kann man eigentlich nicht wirklich viel machen. Aber dadurch, dass wir hier so eine Vielzahl an Schülern sind, können wir natürlich miteinander uns theoretisch den ganzen Tag durchtakten. An See gehen, Sport machen, Zeit miteinander verbringen. Wir waren auch während Homeschooling, waren die meisten von uns hier, weil wir hier einfach mehr Möglichkeit haben. Das heißt, wir werden getestet, sind dann hier im Haus, dürfen mit der Hausgemeinschaft, können Sport machen. Wir haben hier die ganzen Möglichkeiten, können zusammen lernen. Also bei mir zu Hause sind meine Eltern im Homeoffice. Ich habe mehrere Geschwister, die mit mir dann zu Hause waren. Die Nachfrage nach Internatsplätzen an seinem Haus ist mit der Pandemie merklich gestiegen, sagt Landheimleiter Rüdiger Häusler. Nahezu alle der 140 in den Hausgemeinschaften untergebrachten Schülerinnen und Schüler sind vor Ort. Es wird Fußball gespielt, gesegelt, gerudert und Theaterstücke eingeübt. Kinder unter Gleichaltrigen in einer geschützten Schulsituation unterrichten zu lassen, für viele Eltern ist das inzwischen eine Option, den Druck aus den Familien zu nehmen. Häusler stellt fest, dass eine Sehnsucht besteht nach Gemeinschaft, dass eine andere Nachfrage besteht, aber eine durchaus stärkere Nachfrage. Es ist zu früh, um jetzt zu einem endgültigen Schluss zu kommen, aber wir können im Moment sagen, dass wir aktuell mehr bereits Verträge für das kommende Schuljahr abgeschlossen haben als vor Corona. Einige Eltern können sich aufgrund der Pandemie, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit die teils sehr hohen Internatsgebühren nicht mehr leisten. Damit sie ihre Kinder nicht aus den Schulen nehmen müssen, wurden Spenden innerhalb der Elternschaft gesammelt. Mit zinslosen Krediten oder Entgegenkommen bei den Schulgebühren versuchen auch andere Internate wie Schloss Salem, die Krise in den Familien zu überbrücken. Dort, wie auch am Internat Hohenschwangau bei Füssen oder Neubeuern bei Rosenheim, nimmt die Zahl der Nachfragen deutlich zu. Während des aktuellen Schuljahres wurde die Warteliste immer länger, erklärt der Chef von Schloss Salem, Bernd Westermeier. Also wir haben deutlich gestiegene Anmeldezahlen bei deutlich über 10% Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren. Und das überrascht mich ehrlich gesagt nicht, denn die Internate und auch Salem können in dieser Krisensituation Stärken ausspielen, die andere Schulen, auch wenn sie sich sehr gut aufstellen, so nicht haben. Kein Pendeln zwischen Schule und Zuhause, kein Schulbus, dafür gemeinsam essen und Sport treiben. Noch 2016 zeigte eine Umfrage vom Verband katholischer Internate und Tagesinternate VKIT, dass nur 6% der befragten Eltern ein Internat mit kirchlicher Trägerschaft wählen würden. Die Lage war bundesweit schwierig. Das habe sich gedreht, sagt Wolfgang Tumulka, seit 40 Jahren Chef der Münchner Internatsberatung. Die Nachfrage ist sehr gestiegen, muss man sagen.
Also auch von Kindern, die sich gerne Internate anschauen. Probewohnen kann man gerade nicht. Ja, es ist so, dass jetzt die Plätze tatsächlich knapp werden in manchen Internatsschulen, weil der Zulauf eben so groß war. Plätze werden rar und deswegen muss man sagen, wer jetzt noch wechseln möchte, muss sich wirklich sehr darum kümmern zum neuen Schuljahr. Am 8. Mai bietet die Internatsberatung eine Online-Beratungsmesse an. Nach vorheriger Anmeldung kann man sich über die Situation an den einzelnen Internaten informieren. Falls die Pandemie und damit der ständige Wechsel zwischen Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht so weitergeht, dürfte der Run auf die Plätze noch zunehmen, ist Tumulka überzeugt. Die Möglichkeit, im Internat mit anderen zu lernen und die Freizeit zu verbringen, geradezu paradiesisch in diesen Zeiten, Susanne Lettenbauer berichtete. Und weil viele Schülerinnen und Schüler nicht im Internat sind und eben zu Hause auch keine Hilfe bekommen können, bleiben einige weit im Lernstoff zurück. In Augsburg hat die Hochschule nun eine kreative Idee entwickelt, um Grundschülern zu helfen, ihre Lernlücken wieder zu schließen. Studenten unterstützen seit kurzem Lehrkräfte und Schüler an einer Grundschule in der Nähe. René Kirsch über eine unbürokratische Form der Nachbarschaftshilfe. Und dann fährt sie wieder gerade. Leseunterricht mit Studentin Kathleen in der ersten Klasse. Endlich wieder Unterricht an der Grundschule vor dem Roten Tor in Augsburg. Die kleine Katja ist froh, dass die Studentin da ist. Ich finde gut, dass sie da ist, weil sie uns hilft. Ich habe ja zuerst was nicht verstanden. Durch Homeschooling und Quarantäne klaffen die Lernfortschritte der Kleinen mittlerweile weit auseinander. Kathleen und ihre Studienkolleginnen von der Hochschule Augsburg wollen den Kindern helfen, den Anschluss nicht zu verlieren. Dabei studiert Kathleen interaktive Medien an der Hochschule Augsburg. Sie ist keine Pädagogin und will auch nicht Lehrerin werden. Aber irgendwie klappt's doch. Ja, also jetzt, da sie in der ersten Klasse ist, ist das ja noch relativ einfach. Von daher ist das kein Problem. Und wenn man jetzt einfach zum Beispiel mit den Kindern liest und sich mit ihnen auch beschäftigt und ihnen die Motivation gibt, man spürt das richtig. Also die Kinder sind dabei, die wollen auch lernen. Angeleitet wird die Studentin von Klassenlehrerin Katharina Neumann, die für jede Hilfe dankbar ist. Denn der Unterricht und vor allem die Organisation ist gerade eine Riesenherausforderung. Da brauche ich sie jetzt auch sehr dringend, dass sie den Kindern hilft, sich zu organisieren, dass sie ihre Tagespläne gut einhalten können, dass sie einen Überblick über ihre Arbeit behalten. Das ist fast schon wie an der weiterführenden Schule, wo man erst am übernächsten Tag wieder was aufhat. Und an diese neuen Herausforderungen wird sich für die Grundschüler wohl so schnell nichts ändern. Rektorin Daniela Flaschka lobt daher die Kooperation mit der Hochschule Augsburg. Also es ist für uns im Moment sehr, sehr wertvoll jetzt in der Corona-Zeit, weil wir eben immer wieder Kinder haben, die in Quarantäne sind. Es ist, denke ich, aber auch ein Projekt für die Zukunft, wo man sagt, wir wären froh, wenn wir es immer hätten. Und ja, also Unterstützung brauchen wir immer in der Schule und sind sehr, sehr froh. HSH Teach, was so viel bedeutet wie Hochschule unterrichtet, heißt das Projekt, das Schüler und Studenten zusammenbringt. Und Michael Krupp hatte die Idee dazu. Der Professor für Wirtschaftswissenschaften möchte dieses Konzept am liebsten bayernweit auf den Weg bringen. Wir würden uns freuen, wenn es als Pilotprojekt angesehen wird. Muss ja nicht genauso laufen, wie wir es jetzt hier in Augsburg machen. Wir haben auch schon mit dem Kultusministerium Kontakt und haben auch gesagt, dass wir da durchaus als Blaupause gerne zur Verfügung stehen. Und dann werden wir sehen, ob das eben auch sozusagen als Rollout in anderen Hochschulen übernommen wird. An der Grundschule vor dem Roten Tor läuft das Projekt auf jeden Fall noch bis in den Herbst, bis ins nächste Schuljahr also. Und wenn es nach Abdullah aus der Klasse 4C geht, dann sogar noch viel länger. Wenn ein Kind also nicht in die Spur kommt, da hilft sie ihm. Und wir brauchen halt sowas, weil ja, also wir sind schon groß geworden in der 4. Klasse und wissen jetzt, was wir so machen. Aber trotzdem, Studenten helfen, egal in welcher Klasse. Also die helfen immer. Studenten helfen Grundschülern beim Lernen in der Pandemie. Ein Projekt vorgestellt von René Kirsch. Die Pandemie-Maßnahmen, Masken, Abstand, Händewaschen, aber auch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen setzen vielen Menschen zu.
Einige haben sich in der Querdenkerszene radikalisiert. Auf Querdenker-Demos sind auch seit jeher Anthroposophen zu sehen, also Anhänger der spirituellen Ideen Rudolf Steiners, auf denen die Waldorfschulen das ganzheitliche Lernen begründen. Dort allerdings scheint es einige zu geben, die die Corona-Maßnahmen in Frage stellen. In Bayern häufen sich in den letzten Wochen Berichte über Maskenverweigerer und Verschwörungstheoretiker an Waldorfschulen. Doch es gibt Eltern und Schüler, die sich wehren. Eine Faktenfuchs-Recherche von Julia Ley. Anfang Dezember reichte es Peter Meinzinger. Meinzinger, dessen echten Namen wir hier verändert haben, hat 3 Söhne an einer Waldorfschule im ländlichen Oberbayern. Mehrfach erzählten seine Söhne, dass Lehrer keine Maske trugen oder die Jungs sogar zwangen, die Maske im Unterricht abzunehmen. Da war das Gefühl von uns als Eltern, dass da die allgemeingültigen Regeln nicht eingehalten werden. Und da haben wir sehr deutlich, also ich, in die Schulgemeinschaft interveniert. Meinzinger schreibt der Schule eine wütende Mail. Er schreibt, dass er das skandalös findet, dass die Lehrer ihre Autorität missbrauchten. Und er weist darauf hin, dass die Schule ihre Genehmigung verlieren könnte. Was Meinzinger erlebt, ist kein Einzelfall. An einer Waldorfschule in Landsberg am Lech soll ein Vater, der Arzt ist, Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben. An einer Schule in Oberbayern soll eine Lehrerin Kindern beigebracht haben, die Maske so unter dem Kinn zu tragen, dass man sie schnell hochziehen kann. Beide sind inzwischen nicht mehr an den Schulen. Aber noch immer ist die Zahl der Maskenatteste an Waldorfschulen 7-mal so hoch wie an staatlichen Schulen. Das teilt das Bayerische Kultusministerium dem Faktenfuchs mit. Woran liegt es, dass Waldorfschulen offenbar anfälliger sind für solche Probleme? Der Religionswissenschaftler Ansgar Martins von der Goethe-Universität Frankfurt forscht zur Waldorfbewegung und sagt: Das liegt wahrscheinlich daran, dass Waldorfschulen die bekannte Alternativschulart sind und dass entsprechend ganz viele Leute, die aus irgendwelchen Gründen auf alternativmedizinische Behandlungen stehen oder Impfen skeptisch sehen, dass die ihre Kinder gerne auf Waldorfschulen schicken. Und deswegen gibt es da jetzt eben diese Probleme besonders. Es gibt dann auch noch bestimmte Hintergründe der Waldorfpädagogik in der Anthroposophie, wo es schon lange verschwörungstheoretische Vorstellungen gibt und so weiter. Dass die Waldorfschulen ein besonderes Problem mit Corona-Verharmlosern hätten, sieht man beim Bayerischen Dachverband, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Bayern, kurz LAG, nicht so. Sprecherin Andrea Wierigs. Wir haben das gleiche Problem, das alle Einrichtungen heute haben. Also dieser Spagat, den wir abbilden, dieses Bild der Gesellschaft. Man versuche zu vermitteln zwischen denen, die die Maßnahmen unterstützen, und denen, die sie lautstark kritisieren. Aber es gibt hier keine Weisungsbefugnis vom LAG-Vorstand gegenüber den anderen Schulen. Die 21 Waldorfschulen in Bayern sind selbst verwaltet. Der Dachverband kann keine Sanktionen verhängen, auch dann nicht, wenn Waldorflehrer Verschwörungstheorien verbreiten oder sich etwa bei den Querdenkern engagieren. Und das kommt vor. Auf Telegram gibt es einen Kanal mit dem Namen Mut zur Wahrheit an Waldorfschulen in Südbayern. Er hat über 300 Abonnenten. Darin werden Aufrufe zu Querdenken-Demos verbreitet und Vorlagen für Maskenatteste geteilt. Wovon wir uns ganz klar distanzieren, das ist jegliches rechte Gedankengut. Sagt Dachverbandssprecherin Wierigs, als der Faktenfuchs die LAG mit der Telegram-Gruppe konfrontiert. Auf Bundesebene gäbe es inzwischen einen Arbeitskreis mit dem Namen Offene Gesellschaft gegen Rechts. Man überlege nun, so etwas auch in Bayern zu installieren. Ansonsten scheint viel davon abzuhängen, was Eltern und Schüler selbst unternehmen. Im Fall von Peter Meinzinger aus Oberbayern hat die Kritik gefruchtet. Die Maßnahmen werden jetzt besser umgesetzt. Wie Eltern sich gegen Maskenverweigerer in Waldorfschulen wehren, ein Bericht war das von Julia Ley. Zum Schluss ein Blick ins Ausland, zu unseren französischen Nachbarn. Nach einer 3-wöchigen Corona-Pause sind die ersten Kinder in Frankreich wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Präsident Emmanuel Macron hat medienwirksam eine Grundschule in Melun bei Paris besucht. Mit den Schulöffnungen hält er an seiner Strategie fest, trotz hoher Infektionszahlen und trotz der angespannten Situation auf Intensivstationen. Französische Virologen sehen das kritisch. Aus Paris, Claudia Deeg. Frankreichs Präsident in der Rolle des Lehrers. Ihr könnt euch gerne setzen, sagt Emmanuel Macron. Er will wissen, wie es läuft, ob die Kinder froh sind, wieder in der Schule zu sein. Die meisten antworten mit Ja. Einige fanden es zu Hause aber auch ganz gut.
Zu Hause gibt es doch keine Unterstützung, sagt der Präsident überrascht. Daraufhin ein Kind, doch, Google und meine ältere Schwester. Die große Mehrheit der Kinder und Eltern ist erleichtert, dass es zumindest in Grundschulen und Kindergärten wieder losgeht. Ich bin sehr froh, die Kinder können nicht mehr. Und der Vater sagt, die Pandemie dauert jetzt schon ein Jahr. Maßnahmen sind sinnvoll, aber das Leben muss weitergehen. Für Kinder ist die Schule sehr wichtig. Nächste Woche folgen die weiterführenden Schulen. Mit Lüften, mit Masken und Hygienemaßnahmen und mit Testen soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus an den französischen Schulen unkontrolliert ausbreitet. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer verweist darauf, dass bei einem positiven Corona-Fall in einer Klasse die ganze Klasse wieder zu Hause bleiben muss. Das ist eine sehr strenge Maßnahme. Sie wird dazu führen, dass einige Klassen wieder zu Hause bleiben müssen, hoffentlich nicht so viele. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die französische Regierung versucht seit Beginn der Pandemie, möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen. Laut Macron, um soziale Benachteiligungen gering zu halten. Wissenschaftler verstehen zwar den politischen Willen, sehen die Schulöffnungen zum jetzigen Zeitpunkt unter medizinischen Gesichtspunkten aber kritisch. Professor Eric Kohm, Infektiologe. Ich denke, es ist klar, dass sich das Virus in den Schulen verbreitet. Wir waren bei dieser Erkenntnis etwas langsam. Es ist kein Zufall, dass in den meisten anderen Ländern als eine der ersten Maßnahmen die Schulen geschlossen wurden. Die deutschen Epidemiologen sind ja nicht schlechter als die französischen. Bei uns ist es nur schwieriger, die Schulen zu schließen. Kritik kommt auch von Lehrerseite, weil sich derzeit nur Lehrkräfte ab 55 impfen lassen können. Und die Schulen seien nicht gut ausgestattet, sagt Schuldirektor und Gewerkschaftsvertreter Karim Bakka. Die vergangenen Wochen wurden nicht genutzt, um Lüftungen zu installieren, um CO2-Messgeräte anzuschaffen, um Reinigungspersonal für die Schulen zu organisieren, damit sich die Pandemie nicht weiter ausbreiten kann. Es ist ein schmaler Grat für die französische Politik. Die nächsten 10 Wochen bis zu den Sommerferien einen Unterricht in Präsenz zu gewährleisten, ohne dass die Infektionszahlen völlig aus dem Ruder laufen. Einen Effekt hatte der Besuch von Präsident Macron an der Grundschule auf jeden Fall. Die Debatte um die Ausgangssperre hat Fahrt aufgenommen. Ein Mädchen wies den Präsidenten darauf hin, dass 19 Uhr sehr lästig und sehr früh sei. Da stimmte Macron zu und versprach, an der Regelung etwas zu ändern. In Frankreich machen die Schulen wieder auf. Mit diesem Bericht von Claudia Dieck geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Toczynski.